Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 2. Jo. Problem besteht weiterhin. Will nie rübergeben. Wir werden das jetzt so machen. Wie ich in der letzten Folge sagte, dass wir da einen Sammler ansetzen. Und. Machen wir aus. Mit der Betra ist jetzt alles aus. Super. So, dann drücken wir P, dann müsste es sich lösen. Ja. Okay. Wir schieben die erstmal ein Stück weg, damit wir von der wegkommen. Wow. Okay. Gott. Ach, mal Sinkflug. So, steige mal aus. Wenn wir die Seite nehmen, den Sammler dran zu setzen, dann bleibt das auf der Seite. Okay. Ist da jetzt was drinne? Ja, ist. Oh. Erstmal den ganzen Kladderadatsch jetzt hier loswerden. Nur noch wie vor komplett voll. Ich verstehe das nicht. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir können es ja jetzt dann auch so übertragen. Wird wahrscheinlich so etwas länger dauern, aber. Es funktioniert ja, ne? Das ist aus dem kleinen, kompakten Schiff doch etwas Größeres geworden als eigentlich geplant. So. So. Wir brauchen jetzt hier nur noch den Sammler dran setzen. Na, wo haben wir den neuen? Da haben wir sie. So, zack. So, ne, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja Technologie. Schweißgerät. Huch, aber Autosave schon wieder. Da und da. Fliegen wir das Ding mal vielleicht noch ein Stück näher ran. Schon fertig. Blöde Kamera. So. So. Genauso soll das dann übertragen werden. Das heißt, wir müssen mit dem Schiff die Seite nehmen. So. Ich hoffe, da ist jetzt nichts drin. Nee, wunderbar. Ich wüsste zwar jetzt nicht so richtig, was wir hier einen Sammler brauchen. Nee, halt, warte mal. Ja, klar, oder? Nee, an dem hätten wir jetzt rein theoretisch gar keinen Sammler gebraucht, aber ja, man weiß nicht zur Sicherheit, ne? Außerdem sind es Schwesterschiffe, da können ja beide dieses Vorunkel außen dran haben. Ne? Wo hab ich das jetzt selber geschweißt? Wir haben unsere Station, die das macht. Zack und fertig. So, zack. Oh Gott. Oh Mann. Zack.
So, wow, wow. Hier sollten wir dann doch vielleicht Gyroskope mal einstellen. Ach, die sind eingestellt, okay. Das Ding dreht sich manchmal doch ein bisschen arg schnell. Oder ich bin aus der Übung. Kann nur daran liegen. So. Vielleicht nochmal bitte ein Stück runter. So. Müsste eigentlich reingehen. Also I. Trollfeld. Verbinder. Alles einsammeln, alles rauswerfen. Jo, wunderbar. Läuft. Schön. Okay. Naja, das muss halt so machen. Dann können wir jetzt die Dinger erstmal ausmachen. Wieder. Weil es da oben und so, ne? Zack und zack. So, wie weit ist das? Ist immer noch am Ködeln, okay. Jo. Dann gucken wir mal, dass wir hier. Die Sonne kommt von dort. Dann bauen wir jetzt hier erstmal ein kleines Türmle. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir auch nicht mehr. Zack, na komm, und das. Müsste eigentlich klappen, wenn wir jetzt hier ein Türmli bauen. Vielleicht von hier nach oben? Geht das überhaupt? Haben wir Stahlplatten mit? Ich glaub's nie. Wir brauchen ja rein theoretisch nur das Grundgerüst. Und das andere können wir ja dann mit der Petra machen. Da können wir uns einen hinsetzen. Und wie sieht es da aus? Nee. Probieren wir mal. Huch. Ja, wenn du dort liegst, bist du erstmal nicht im Weg. Das ist gut. Huch. Ja, das geht. Oh, ging das? Ey, geil! So, dann setzen wir hier eine Verbindung noch, damit es ein bisschen stabil wirkt. Gut, da kriegt man es jetzt nie rein. Wäre vielleicht doch ganz geil, wenn wir da noch was rein kriegen. Einfach nur der Optik halber. Das könnte vielleicht schon reichen. Nee, reicht doch noch nie. Das kleine Eckel hier noch weg müssen. Ja, jetzt nicht zu viel. Wunderbar. Ach, geil. Okay. Läuft. So, dann können wir jetzt... Dinger hinsetzen. Dürften die Solarpanel hier dann auch nie im Weg sein? Oder? Ja, eigentlich nicht. Wir machen die auf jeder Seite zwei breit. Nee, das geht eigentlich. Zack, 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 zack. Wenn wir die jetzt hier ansetzen, E-Block muss Abstand sein, also haben wir 2, 4, 6. So müsste das doch hinhauen, wenn wir da ansetzen, also
2, 4, 6, 8, 10. Also haben wir 20 Solarpanels. Genau. So, dann brauchen wir Motoren. Haben wir dafür wenigstens das Grundzeug da? Wo haben wir die überhaupt, die Motoren? Hier haben wir die. Oh. Der? Und da? Da? Na, komm. Und da? Und da? Und da? Hey, wunderbar. Läuft. Jetzt machen wir uns Ökostrom. Da und nochmal da. Oh, da haben wir eins vergessen auszumachen. Tödliche Falle. So. Schweißgerät. Ach, das ist es. Okay, das ist immer noch am Kötteln. Naja. Warte mal, die Rechnung hier haut aber auch gerade nicht ganz hin, oder? Na klar, wir müssen doch hier jeweils immer noch so einen Block dran setzen. Und erst dann können wir die Panels setzen. So. Ne? Das. Nee. So müsste ich dich. Ah, genau so. Hä? Och nö, Hersteller. Ja, nehmen wir uns jetzt mal einen Sack voll mit. Ja, ein Sack voll, ja. So, wieso kann ich dich jetzt nie da hinsetzen? Warum möchtest du nicht dahin? Verrat es mir. Ist dir was im Weg? Kann da eigentlich gar nicht, oder? Ist das Schweißgerät dir im Weg? Geht's denn hier? Nein, geht's nicht. Okay, also haut die Rechnung schon mal nie hin. Ups. Nicht gut. Kann man die zwei Geschwister noch nicht mal unbeobachtet lassen hier? Was ist ja Mist, ey. So, jetzt aber.
Ist die Betra voll oder was? Nee, eigentlich nie. Aber wieso? Wieso schiebt der Sammler nicht nach? Der müsste doch eigentlich nachschieben. Das ist komisch. Förderbandsysteme nutzen ist drin. Oder kann der. Nee, obwohl. Der muss ja auch das verwenden. Hä, was ist denn da jetzt kaputt? Menno. Oh Gott. Okay. Wow. Wir bauen jetzt schnell. Hier ein Landing Gear dran. Müsste ungefähr diesen Abstand haben. Kann man sogar fast komplett schweißen. Nehmen wir jetzt mal die Betra. Die dürfte jetzt erstmal ein bisschen was drin haben. Huch. Petra schweißt wie. Achso. So, wunderbar. Ah, verdammt, den Dicken können wir jetzt gar nicht wegschieben. Ah. Wir haben zu wenig Platz. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier eine improvisierte Dingens. Improvisierte, Bahn. So, Schrift und Pilger wollen alles schön im Weiß haben. So, Petra schweißt uns das dann gleich. Nicht wahr, Petra? Weil die deines Amtes. Genau so kriegt man dann die Station hier schon noch gebaut. Können wir sie mich ganz bequem hier drauf knallen?
Ja, langsam manövrieren. Das war doch wieder zu weit. So, jetzt runter. Das Ding verriegeln wir gleich. So, Carpete. Achso, ja, stimmt ja. Verriegeln. So, ist verriegelt. Jetzt gucken wir mal, dass wir... Achso, da schwebt ein Stück Stein. Das will ich jetzt definitiv noch in dieser Aufnahme machen. Huch. Und dann geht's in der nächsten Aufnahme dann richtig los. Die 7 bitte. Das Schiff ist uns im Weg. Das muss ein Stückchen hoch. Jetzt dürfte es doch passen. Na, wähl es doch bitte aus, danke. Nee, ist zu weit weg. Na, die ist 7. Ist es da? Nee, sollte doch nur eins weiter hier rüber. Also dahin. So, Rest schweißte Petra. Wunderbar. Denn so können die uns dann nicht mehr abhauen, wenn die hier Austausch machen. Huch. Rein theoretisch dürfte es hinhauen. Probieren wir gleich aus. Vorwerk 5. Wow. Verriegeln. Ist verriegelt. So. K. Kontrollfeld. Runter bitte. Ich sag runter. Und alles rauswerfen. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Oh, der schiebt sie auch nicht weiter. Warum? Jetzt erstmal die Dinger aus. Ich will das Ding doch nicht immer separat befüllen müssen. Kontrollfeld. Sammeln wir bitte alles ein. Wie sieht der Sammler aus? Wo haben wir den? Hm, nach wie vor voll. Hä? Wieso hat er keine Verbindung? Komisch. Okay, Leute, dem gehe ich dann mal offscreen an der Testwelt. Mal auf den Grund.
Jo, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar, Daumen oder Abo oder alles. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und wenn ihr wisst, wie das hier funktioniert, dann schreibt es auch bitte in die Kommentare. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.